Ja, grüß euch, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück bei den Mamelucken hier bei Europa Universalis 4. Ja, Folge 1 nach der großen Schlacht gegen Portugal und Kastilien. Wir konnten für unseren Vasallen hier ein paar neue Provinzen rausschlagen. Ja, und wir haben uns Granada geholt hier, ne? Wir haben einen Fuß auf der Iberischen Halbinsel. Ja, finde ich sehr positiv. Wir haben ja auch unsere Truppen mal stationiert, einfach um hier ein bisschen die Unruhe zu drücken. Solange jetzt auch noch der Missionar aktiv ist, ist das, denke ich, ganz ja, wichtig für uns. Unsere Rekruten haben etwas gelitten, knapp die Hälfte ist noch da, Rekrutenreserve. Ansonsten sieht es, denke ich, gut aus. Wir bereiten hier die Integration von Tunesien vor. Das ist ein Prozess, der sich lange, lange hinzieht und jede Menge diplomatische Machtpunkte kostet. Aus diesem Grund werde ich auch hier den Fokus mal setzen auf Diplomatie. So, wir haben ja einen Slot frei. Dann würde ich sagen, dann klatschen wir den Bobo für die Missionarstärke rein. Plus 1. Wunderbar. Technologisch sind wir leider auch etwas hinterher, etwas deutlich sogar. Wir fressen sogar hier aufgrund eines großen Unterschiedes Diplomacht, militärische Macht, Differenz 4 Technologiestufen. Dafür fressen wir ordentlich Korruption, eine unausgeglichene Forschung 0,2. Das haut natürlich auch nochmal voll ins Budget rein. Heißt, wir müssen hier zusätzliche Dukaten aufwenden. 4,27, das ist mal ein Brett. Die fehlen uns, heißt, hier müssen wir tätig werden. Wir dürfen aber auf der anderen Seite natürlich nicht vergessen, hier ja möglichst hinterherzuziehen. Wir sind Militärtech 10 inzwischen. Ne, der Osmane ist schon bei Stufe 11, also muss man alles im Auge behalten. Ja, nichtsdestotrotz, wir haben mit Frankreich hier noch unseren Bündnispartner. Da bin ich am Überlegen, hier diese Option zu deaktivieren, Angriffskriege beitreten. Wir haben ja ein Vertrauen von 80, also ich gehe mal davon aus, dass das ja genug ist, dass uns Frankreich dieses Bündnis nicht aufkündigen wird. Ich hoffe es mal zumindest. So, wie sieht es bei Aragon aus? Da haben wir aktuell 20 Gefallen über. Da würde ich sagen, da pushe ich einmal das Vertrauen auf 55. Und dann werden die hoffentlich ja mal ein bisschen der Ball flacher halten, wie man so schön sagt bei uns, ne? Klar, sie wollen hier Granada haben, das ist bekannt, das Problem. Wir bekommen hier auch einen entsprechenden Malus, oder noch nicht, aber ja gut, Grenzdisput minus 6. Ich bin davon ausgegangen, dass wir hier auch einen Malus fressen, aber offenbar nicht. Das heißt, nur wünschen sich Provinzen, okay? Sie haben keinen Anspruch, das ist vermutlich der Grund, warum wir hier ja noch keinen Malus kassieren. So, wie sieht der nächste Plan aus? Wir haben hier aktuell mögliche Rebellen, und zwar hier unten. Wir haben hier noch etwas Unruhe. Ja, resultiert natürlich aus der Eroberung dieser Provinz, wobei die Unruhe auch schon deutlich am Abklingen ist. Ich meine, allzu viel holen wir aus dieser Provinz nicht raus, deswegen kommen Autonomie hoch und Pfeif drauf. Wir haben auch unseren Protektorat hier unten immer noch am Start. Den kann ich übrigens nicht annektieren. Das geht nicht. Ich kann hier nur sagen, Protektorat widerrufen. Dann würde ich Harar freilassen. Allerdings kostet das, meine ich, sogar Stabilität. Also bringt mir nichts. Ich kann sie nicht vasalisieren, weil sie technologisch zu weit rückständig sind. Deswegen auch der Protektorat. Ja, ist so, aber die kosten mich ja keinen Unterhalt, also ich werde vielleicht die Kollegen hier ein bisschen füttern mit umliegenden Provinzen, einfach, dass sie uns noch mehr Handelseinfluss geben. So, wir müssen weitermachen. Mir gefällt das Bündnis Hedschas Osmanisches Reich nicht, deswegen werde ich versuchen, jetzt einmal über Jemen, die ja mit Hedschas und Mogadischu verbündet sind, dieses Bündnis von Hedschas mit dem Osmanen aufzubrechen. Mogadischu ist hier unten, die sind ja ein gutes Stück ab vom Schuss, also ich glaube jetzt nicht, dass die uns große Probleme machen. Zumal glaube ich nicht, dass sie hier irgendwie durchkommen. Also ich hoffe mal nicht, dass Äthiopien die Kollegen durchlässt. Sie haben mal zumindest keinen Militärzugang. Von dem her verlasse ich mich jetzt mal drauf, dass die da nicht durchwackeln. So, ich habe 21.000 Mann hier unten. Ich habe aber noch hier 20.000 Mann stehen. Ja, die Unruhe, die Autonomie wollte ich sagen, kann ich hier nicht mehr erhöhen. Das geht nicht. Ich habe 4 Einheiten noch, die ich ausheben kann. Da würde ich sagen, da gehe ich mal auf Söldner. Dann wollen wir uns hier mal
noch schnell. Genau, noch schnell. Vor allem immer schnell ohne Geld. Ist immer sehr schön, ohne Geld irgendwas zu machen. So jede Menge Meldungen. Kastilien hat Großbritannien rivalisiert. Österreich nicht mehr. Aragon hat Großbritannien rivalisiert. Österreich nicht mehr. Oh Gott, Dänemark sieht Österreich nicht mehr als Rivale. Ungarn hat den Osman als Rivale und Böhmen nicht mehr. Okay, das ermöglicht neue Optionen. Was haben wir hier? Das ist... ja, genau, stimmt. Sanar hier unten. Hier unten, Sanar. Die sind ja seit dem letzten Mal auch neu dazugekommen. Da bin ich jetzt am Überlegen. Was holen wir uns da? Was könnten wir uns holen? Was würde Sinn machen? Da tut sich nichts, gell? Nö. Da hätten wir einen besseren Handelswert mit Salz, aber ansonsten ist es gerade wurscht. Komm, dann machen wir hier einen Anspruch drauf. So, zack. Jawohl. Jetzt ist die Frage, können wir hier einen Krieg androhen? Moment, ich ziehe den Kollegen hier mal wieder ab. Dauert jetzt wieder 15 Tage. Ja, das kennen wir schon. 15 Tage. So, da kommen die ersten Söldner. Kriegsandrohung. Ich will die Provinz haben. Die sprechen sie mir auch zu. Ich fress ein bisschen aggressive Expansion. Aber mein Gott. Egal. Wir haben eine Provinz mehr. Das zählt, ne? Wunderbar. So, haben wir wieder was eingesteckt. Hervorragend. Gleich mal Kernprovinz drauf machen. Auch hier haben wir jetzt natürlich Unruhe. Da erhöhen wir einfach die Autonomie und dann wird das schon passen. So, jemand möchte durch. Jemand, das kannst du vergessen. Ne? Ich hebe nochmal einen Söldner aus. Können vor Lachen. Kostet nämlich 14,1 Dukaten, die ich nicht habe. Und was? Der Osman schloss ein Bündnis mit Venedig? Ernsthaft? Oh, come on. Echt? Na, die Jungs sind echt zäh, ne? Die sind ja richtig anstrengend. Die sind ja mal richtig anstrengend. Was soll denn der Scheiß? Ah, mit Venedig. Oh Gott. Mit denen hat er sich doch schon gekloppt, der Osman. Ist noch gar nicht so lange her, ne? Wenn wir uns erinnern. Der hat sich... Was hat er sich denn da geholt? Hier, Necroponte hat er sich geholt. Genau. Und noch irgendwas. Naxos oder sowas hat er sich noch geholt, ja? Da war er mit Venedig im Krieg, ne? Großer Sport. Frankreich kloppt sich hier schon wieder. Mit Savoy. Naja, Baden und Venedig. Okay, ja gut, wenn Venedig den Kampf verliert, dann ist vielleicht auch... Ja, sie werden ihn verlieren. Dann ist vielleicht das Bündnis dann gleich wieder passé. So, was macht der Ungar? Lieber Ungar, nachdem du das, den Osmanen jetzt rivalisiert hast, machst du doch bestimmt ein Bündnis mit mir, oder? Nein, immer noch nicht. Okay. Gemeinsame Rivalen, plus eins. Okay, dann mache ich hier nochmal Beziehung verbessern. Ja, wäre ja keine schlechte Idee. Vielleicht geht es sich irgendwie aus. So, wir latschen hier runter, bitte. Das gehört noch zu Jemen, okay. Wie viel können wir parken? 21, das ist ein bisschen wenig. Ich neige dazu, die 20 hier doch noch rüber zu holen, ne? Also sollte ich fast warten, bis der Missionar hier durch ist. Wenn ich die Hälfte hole? Wenn ich 10.000 hier stehen lasse, dann sind wir bei wie viel? Immer noch 8,6. Okay, 8,6. Na gut. Wir haben ja noch 0%. In meinem Auge behalten, okay. Ihr geht bitte hier rüberwärts. So, ihr Söldner, auf geht's. Hier ist... Oh, Moment, hier ist Jemen. Rotes Meer. Ich habe ja keine Schiffe, gell? Nee, ich habe ja keine Schiffe. Es gibt hier den... Den Suezkanal gibt es nicht. Ich kann hier nicht durchfahren. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, da müssen wir noch ein paar hundert Jahre warten. tja, dann nützen wir die ganzen Truppen nichts. Ich kann dann hier diese Meerenge hier nicht, am Roten Meer kann ich leider nicht überqueren. Das ist dann schwierig. Wenn ich eine Galeere baue, wie lange dauert das? Ein Jahr, oh Gott. Ein Jahr, echt? Ihr braucht ein Jahr, um ein Schiff zu bauen.
Das ist bitter. Oh, das ist ein Großschiff, was er hier hat, der Kollege. Schau an. Mhm. Dann brauche ich hier vielleicht doch nicht so viel. Ja, dann ziehe ich mit euch einmal hier hoch. Und ihr latscht mit hier runter. So, wir müssen ja bloß diese eine Provinz hier unten belagern, ne? Und dann ist gut. So, Missionar, dich schicken wir gleich mal los. So, Granada, das ist natürlich das... Ja gut, wir haben jetzt durch diese Missionarstrecke plus 2 geht das Ganze ein bisschen schneller, was ja nicht negativ ist. Okay, 11.000 Mann. Wie viel hat Jemen? Das müsste man jetzt wissen. Wie viel Militär hat Jemen? So viel werden die nicht haben. Oh, 11.000 Mann. Ja, okay, kann man sich schon mal täuschen, ne? 11.000 Mann. So, wo kommt mein Schiff? Da kommt mein Schiff. Was machen meine Vasallen? Da habe ich... Okay, ich habe keine Rittersteuer oder sowas aktiviert. Das ist in Ordnung. So. Ungarn ist auf Maximum. Okay, ihr latscht bitte darüber. Und ihr latscht bitte auch darüber. So. Schiffe lasse ich mal hier. Ja, wobei, nee, nee, Schiffe düsen darüber wärts. Na, dann sind sie wieder hier bei meinen 10.000. Vielleicht brauche ich die noch, ich hoffe es mal nicht. Österreich hat den Osman rivalisiert. Anstelle von Aragon, okay. So, Ungarn, jetzt aber. Wie sieht's aus? Immer noch nicht. Oh, come on, 70, echt? 70, 70, willst du nicht? Oh, du Sack. Na gut. Dann nicht. Ungarn hat Polen den Krieg erklärt. Na super. Ja gut, dann sollen die sich ruhig noch ein bisschen kloppen. Das ist in Ordnung. Habe ich keinen Stress damit. Ich brauche... was brauche ich? Genau, ich brauche Generäle. So, meinen tollen Drohne. Besteige den Sultan Yusuf. Den 544, den will ich Ungarn dafür hernehmen. Der andere ist noch zu jung. Der Ahmad Burli oder Burji. So heißt er. Ja, da möchte ich einen General, beziehungsweise Moment, vielleicht kriege ich einen aus dem Stand. Nein, zu viel Einfluss. Kann ich nicht machen. Kriegen 20 Einfluss, dann sind die bei 89, das kann ich nicht bringen. Das kann ich nicht bringen. Wäre natürlich sehr interessant, ne? Ein 40er General. Also mit 40 Tradition, das ist nicht schlecht, aber dann haben zu viel Einfluss. Kann ich vergessen. Geht nicht. Kann ich nicht bringen. Was kann ich hier machen? Da kriege ich Diplomacht. Da habe ich noch eine Zeitsperre drauf. Okay. Dann muss ich würfeln. Dann muss ich 50 Machtpunkte ausgeben. Oh Gott. Was ein Held. Was ein General. Das ist... Was ist das? Fernkampf oder was? Oh Gott. Ja, Fernkampf. Oh Mann. Mit einer Kanone. Okay, zwei Kanonen. Wahnsinn. Großer Sport. Dankeschön. Danke, Spiel. Das hat sich wieder gelohnt. Also dann Jemen, pass auf. Krieg erklären. So, die machen mit. Hedgehogs und Mogadischu. Das kostet Pietät, ist mir wurscht. Wir erobern. Oder so ähnlich. Die Jungs lasse ich da unten mal stehen, ne? Falls die kommen, kriegen sie eine Flussüberquerung. Da habe ich jetzt noch keinen General da unten, ich weiß. So, dann wollen wir hier mal versuchen, ein bisschen mitzumischen. So, Hedgehogs ist dabei. Ah, hier haben wir gleich mal was zum Belagern. Sehr gut. Hallo, würdest du bitte? Danke. Gib mal Stoff hier. So, nicht täuschen lassen. Das hier unten bringt gar nichts. Ne? Harar, die werden wir nicht helfen. Die ziehen nicht mit uns gemeinsam in den Krieg. Sind Protektorat. So, wir sind von den Truppen her eigentlich klar besser. Die Frage ist, werden unsere Vasallen hier ebenfalls aufschlagen oder werden die wieder... Wie gewohnt Urlaub machen und Brotzeit und sowas. Okay, Tunesien scheint mal zu kommen. Tafilalet nicht. Okay, die machen Pause. Die machen tatsächlich Brotzeit. Spannend.
Wenn man trotzdem noch plus keine Kriegssteuern, Freunde, ich weiß, weil ich brauche die Machtpunkte. Deshalb keine Kriegssteuern. Na, nicht wundern. Das ist schon alles berücksichtigt. So, die zweite Kanone wird drüber gebracht, dass wir hier eine 2 stehen haben. Okay, bringt mir gar nichts. Nee, verdammt. Bringt mir nichts, da brauche ich 4 Kanone. Okay, schlechte Idee. Wow! Wo kommen die denn her? Okay, habe ich nicht aufgepasst. 20.000 Mann kommen da unten. Hm, das ist vielleicht doch nicht so gut. Mogadischu kommt hier durch. Mist. Okay, Mogadischu kommt durch. Das ist dann eher suboptimal. Da habe ich gepennt. Die kann ich nicht nehmen. Die kann ich nicht nehmen. Muss ich meine Truppen zurückziehen? Ihr flieht bitte. Ist das ärgerlich? Ist das ärgerlich? Ja, das kann passieren, wenn man nicht aufpasst, ne? Ja, diese blöde Festung blockiert uns jetzt natürlich, ne? Das ist auch klar. Ach, Mist. Hm, okay. Nicht gut gelaufen. Die haben ja alles am Start. Jemen und Hedgers, oder was? 26.000 Mann, ne? Die haben ja fast alles hier unten stehen. Ja, ich muss das dann mal hier... die Kollegen hier erwischen. So, jetzt wird aufgefüllt. Das kostet ja Geld, das ist mir auch klar. Die laufen zum Belagern, oder? Ernsthaft? Okay. Oh Gott. Na dann. Wir haben hier noch eine Festung da unten. Und sollen sie die erst einmal belagern? Wir holen uns das da oben. Mogadischu, Jemen besetzt. Okay. Ja, es ist eine große Armee. Lokale Festungsverteidigung. Jawohl, nehme ich. Sehe ich jetzt hier nirgendwo, oder? Ist das schon eingerechnet? Ist das schon eingerechnet, Meister? Hallo? Keine Ahnung, nee, ich glaube nicht. Keine Ahnung. Okay. So, also. Hier darüberwärts. 12.000 Mann. Ja, ist lächerlich, dass Tunis uns hier bei der Belagerung hilft. Ach, jetzt kommt Tafilalet auch. Okay, sehr schön. Sehr schön. So, dann wollen wir euch mal zusammenlegen. So, wir haben jetzt 10.000 Mann stehen. Plus die Kollegen aus Tunesien. Na dann. So, dann brauche ich hier aber keinen Anführer. Den nehme ich dann hier mit rein. So. Anführerwechsel, zack. Der hilft uns natürlich nicht viel, gell, wenn das bloß einer mit Fernkampf ist. Na, ah, die haben hier einen mit 3 Nahkampf. Oh, das ist ja gemein. Hedgers ist Stufe 9. Oh. Es wurde Russland gegründet. Hui, schau an. Russlander strahlt in voller Pracht. Nichts mehr Moskau, ne? Mm-mm. Russland ist jetzt am Start. Okay. Ketzerische Forderungen. Wir kriegen Pietät. Jawohl, für Atmenmacht nehme ich. Brauchen wir auch ganz dringend. Moraltechnisch wollte ich nämlich gerade nachschauen, wie stehen wir mit der Pietät. Ja, Moral der Armeen haben wir noch hier. Jawohl. Schade, Disziplin-Bobo wäre mir jetzt lieber gewesen, aber... naja, man kann nicht alles haben, ne? So, der Papst exkommuniziert Venedig. So ein Glück. Was der Osmane beansprucht. Zypern mal wieder zum gefühlt tausendsten Mal. Ja klar, die Kollegen haben ja mal wieder alles schön belagert. Sehr gut. So, ihr lauft wohin? Nach Massawa lauft ihr, okay. So, wo lauft er danach hin? Hier hoch. Ja, da mache ich mit. Dann kommt es zur großen Schlacht, Freunde.
Jawohl, eingeloggt. Es kommt zur Glopperei. Jetzt wollen wir sehen, wie wertvoll unser Anführer ist. Zweimal Fernkampf. Eine 8 gewürfelt, die haben nur eine 2. Das ist sehr schön für uns. Wir haben 2 Kanone dabei, die Kollegen ebenfalls. Haben wir Söldner dabei, ne? Wir haben viele Pferde, aber wenig Infanterie. Wir haben mehr Frontbreite. Heißt, wir gehen voll auf ihre Kavallerie. Ja, und wir sind hier klar im Vorteil. Das ist okay. Wir sind hier klar im Vorteil. Jawohl, haben wir sie weggeknackt. Wobei, was heißt weggeknackt? Wir haben hier relativ viel Infanterie verloren. Aber in Summe haben wir ungefähr genauso viel verloren wie die Kollegen. Mit dem Unterschied, dass die jetzt einen Moralnachteil haben, ne? Einen deutlichen Moralnachteil sogar. Weil sie auf die Mütze gekriegt haben, die Herrschaften. So. Hat der Manöver oder was? Ja, tatsächlich, die haben ein Dreier Manöver, okay. Deswegen sind die so schnell, haben mich schon gewundert. So, jetzt müssen wir die blöde Festung zurückholen. Was haben wir? Polen verlegt die Hauptstadt. Ungarn hat Frieden mit Polen. Ui, die haben Warschau bekommen. Sabalot, da haben sie ganz schön hingelangt. Pommern zahlt Unterhalt. Mhm. Na, sehr schön. Nicht schlecht. So, wir holen uns hier die Festung zurück. Ungarn hat den Livonischen Orden rivalisiert. Na gut. So, wie lange dauert es hier oben noch? 14% haben wir hier. Okay. Muss mal ein bisschen rauszoomen, ne, dass mir da nichts entgeht. So, da kommen jetzt unsere Kollegen. Sehr gut. Ihr kommt aber echt früh. Schön, dass ihr da seid. 3-4. Oh mein Gott. 3 Fernkampf, 4 Nahkampf. Das, ihr hättet ruhig eine Runde früher da sein können. Da hätte ich ja gar kein Problem mit gehabt. Das hätte ich mal richtig gut gefunden. So, okay. Die Jungs sind da unten. Heißt, ich kann die Hälfte eigentlich wieder hier hochziehen. Ne? Den Rest da unten machen alles meine Vasallen mit, wenn die hier unten sind. Das freut mich. So, und die Heretiker von Granada sind konvertiert. Sehr gut. Plötzlich haben wir wesentlich weniger Unruhe. Oh, hier steht noch minus 6 und das, obwohl kein Missionar mehr aktiv ist. Na gut. So, dann wird das auch bald erledigt sein. Oh, wir haben einen neuen Beraterslot frei. Diplomatisches Geschick, das trifft sich gut. Den brauchen wir dringend. Und geht nämlich das Bündnis mit Ungarn soweit klar. So. Jetzt wollt ihr wieder rumstänkern. Jetzt kommen sie wieder. Okay, schau an. Wenn wir Küste. Wo wollt ihr hin? Massawa, ihr wollt da hoch. Jetzt habe ich natürlich das Problem. Jetzt weiß ich nicht, ob mir meine Kollegen hier behilflich sind. Wenn ich da jetzt zurückkomme. Oh, ich glaube, sie sind mit. Uiuiui, jetzt kommen die Kollegen aus Hedgers hier ebenfalls mit. Na. Aufpassen. Aufpassen, Freunde. Minus 7% Mauerbruch. Na. Jawohl. Belagerung ist durch hier oben. Okay. Split. Einmal, zweimal. Muss aufpassen, was Hedgers macht. Die gehen zurück mit 10.000 Mann. Wo wollt ihr hin, Mensch? Anschluss erlauben. Wo wollt ihr hin? Na? Die wollen wahrscheinlich meine Hauptstadt holen da oben. Könnte ich mir mal vorstellen. Ja, ich sehe dich, mein Freund aus Hedgers. Ich sehe dich. Ach, okay, vergiss es. Bleib stehen.
Okay, die flüchten wieder. Die wollen wahrscheinlich unsere Hauptstadt belagern. Könnte ich mir vorstellen, dass sie das wollen. Ungarn hat Böhmen rivalisiert. Okay. Nächste Belagerung ist durch. Jasan, die flüchten. Okay. Wüste, Wüste. Das ist jetzt eine ziemlich chaotische Klopperei hier. Ja, die wollen unsere Hauptstadt. Ich muss mir erstmal die Festung hier unten wiederholen. Das ist mir jetzt erstmal mal wichtiger. Da kommen die 12.000. So, jetzt gibt es die Schlacht in Kairo. So, ja, da haben sie nichts zu lachen. Da haben sie nichts zu lachen, nee. Mekka, genau. Wir holen uns hier mal die Hauptstadt. Dann ist das Thema gleich erledigt. Jawohl, da haben wir... Uiuiui, schaut doch mal hier. Warum kriege ich hier keinen Anführer rein? Oh Gott, echt? Ernsthaft? Na gut. Söldner ausheben. Dann müssen wir es mit Bauerntrick machen, ne? Dann müssen wir es mit dem alten Bauerntrick machen. So. Jawohl, wir haben zurückbelagert. Ich brauche jetzt hier meinen Söldner und zwar flott. Wo ist er? Da ist er. So, Anführer rein. Mit in die Schlacht. Und zwar schnell, wenn es geht. Jawohl, wir sind drin. Okay, das war nicht ganz unwichtig, glaube ich. Das war nicht ganz unwichtig. So, dann wollen wir uns die Burschen ja noch holen. Wo wollt ihr hin? Hier rüberwärts. Okay. Kleine Planänderung, Freunde. So, die 1000 Mann sind weggeraucht. Bayern hat Österreich rivalisiert. Seid ihr wahnsinnig? Habt ihr sonst nichts zum Tun? Seid ihr komplett bescheuert? Die Österreicher zermalmen euch, Freunde der Nacht. Das ist keine allzu gute Idee, was ihr da macht. Nicht wirklich. So, auch das ist besetzt. Jawohl, alles wird besetzt. Sehr schön. Was haben wir hier? Küste. Kann ich da mal über einen Umweg komme ich rüber? Ja, meine Truppen sind nicht aufgefüllt. Nee, bleib stehen, du. Bleib stehen. Ich warte, bis die Kollegen hier runterkommen. Die Frage ist, habe ich so viel Zeit? Naja, wir werden sehen. So, hier drüben muss ich mir momentan keine Sorgen machen, oder? Ne, minus 3, freundliche Truppen, 2,5. Alles klar. So, ich hole die 10.000 auch noch rüber. Ich brauche sie. Ich merke schon, ich brauche die Truppen... ganz dringend. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich brauche sie. So, da kommen die Helden wieder. Die wollen jetzt wahrscheinlich wieder hier die Festung haben, ne? So wie man sie kennt. Tunesien. Tunesien greift an. Okay, schau an. Die haben einen Anführer, gell? Ja, die haben einen dabei. Okay. So. Was ist das für einer? Was hat der? 2 Fernkampf. Na gut, das ist besser als nichts. Ist natürlich trotzdem zäh, aber hey. Kann ich jetzt nicht ändern. So. Weißt was? Wir unterstützen hier mal kurz. So. Upgrade. Admin Tech. Okay. Wir. Oh, plus 5. Okay, starten plus 5. Admin macht 8 insgesamt jetzt. Da sollten wir die Jungs heimschicken. Das ist jetzt richtig teuer, Mensch. Das kostet jetzt Reserve. Das ist nicht mehr feierlich. Das kostet jetzt richtig Reserve.
Das ist bitter. Ja, ja, komm, die 10 Diplomacht, weg damit. Ah, da kommen die 9600 Mann von Hedgers. Ja, die greifen mich sogar an, das sehe ich gern. Macht es. Hoffentlich haben wir Mecha bald durch. So, 10.000 Mann aufs Schiff. Und rüberwärts bitte. Viel Spaß. Wir sind immer noch im Plus, ne? Oh mein Gott. Was ein Gemetzel hier. Die geben nicht auf, gell? Die sind richtig zäh. Die Jungs sind richtig zäh. So, 20 Prestige, jawohl. Super, dann ist die Mission endlich beendet, ne? Diese plus 50 Prestige, 1 Stabilität gibt's. Hervorragend. So, was sollen wir erobern? Donji Krai. Donji Krai, was ist das? Donji Krai. Wo ist Donji Krai? Ich habe keine Ahnung. Donji Krai. Ach Gott, bosnische Provinz, okay. Sehe ich mich momentan nicht imstande, ganz ehrlich. Meinung mit Karaku Onlu verbessern, echt? Soll ich das? Nee, Karaku Onlu. Plus 8, ja klar. nee, dann nehme ich keine Mission an, bevor ich den Scheiß mache. Nee. Das sicher nicht, Freunde, sicher nicht. Oh, das ist aber nicht clever, was ich da mache, gell? Belagerung ohne Kanone, da schicke ich jetzt einfach mal eine hin. Das hätte ich auch früher schauen können, da habe ich wieder gepennt. Da hätte man durchaus mal früher schauen können, ja. So, Hedgers, jawohl. Da gibt es ein bisschen auf die Mütze. Ach, mein Gott, wir können ja hier auch belagern, ne? Sehe ich gerade. Stimmt, so. So, dann machen wir gleich mal zu. ...4600. Keine Moral und nix, ne? Okay, Anführer wird transferiert. So, bleibt ihr hier stehen, oder? Mekka ist belagert, jawohl. Ah ja, jetzt ist Tafilalet auch hier drüben, okay. Oh, da kommen nochmal 7000 Mann da unten. Unschön. Die wollen Angreifer, tatsächlich. Ihr seid echt tapfer, Freunde. Ihr seid echt tapfer, dass ihr da angreifen wollt. Na, wenn ihr unbedingt Truppen verlieren wollt, können wir das gerne machen, doch. Gar kein Thema. So, Missionar. Schicken wir gleich mal hier runterwärts, ne, in unsere neue Provinz. Mordsmäßig Unruhe. So, die nächsten, die wir heimschicken. Hedgers hat keine Moral mehr, okay. So, Hedgers, jetzt pass auf. Wird mit euch mal Frieden verhandelt. Erst einmal wird der Vertrag mit dem Osman aufgekündigt. Ne? Was haben wir? Kriegsstand 68. Okay. Provinzen abtreten. Provinzen abtreten haben wir nicht. Nationen entlassen wollen wir nicht. Dann hätte ich gerne mal ein paar Provinzen. Und zwar, da habe ich ja Ansprüche. Ne? Ich habe hier jede Menge Ansprüche. Das will ich haben und das will ich haben. Das will ich auch haben. So, da fressen wir aggressive Expansion. Aber das interessiert niemand. Mich zumindest nicht. Dann wollen wir noch Kriegsreparationen, genau, und dann wollen wir vielleicht noch Geld. Und dann sind wir zufrieden, ja. Ja,
Hedgehouse ist okay, ne? So, bam, jawohl. So, wichtig, das Bündnis mit Osman ist aufgekündigt. Das freut uns. Jetzt haben sie noch jemanden als Verbündeten, aber das ist mir ziemlich wurscht. Ja? So. Jetzt haben wir zumindest schon mal 10.000 Mann hier drüben. Das freut mich auch. Okay, Kernprovinzen drauf. Oh, jetzt fehlt mir wieder die Admin-Macht. Hm, das war jetzt blöd. Ich hätte sonst vielleicht die Kriegsmüdigkeit reduzieren sollen. Ja, der Klassiker. Der klassische Fehler. Warum? Das Kernprovinz erstellen... Sieht man hier, das wird teurer, je mehr Kriegsmüdigkeit du hast. Und zuerst Kernprovinz erstellen und dann die Kriegsmüdigkeit reduzieren, ist natürlich genau die falsche Reihenfolge. Ja. Passiert einfach, ne? Von lauter Dummheit, ja. Passiert von lauter Dummheit, so kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. So. Die Herrschaften hier haben wenig Lust und Laune, so wie es aussieht. So, ich würde gerne mal da hinterherlaufen, wenn es irgendwie geht, ne? Hallo, Freunde? Was haltet ihr davon, wenn ihr da mal euch ein bisschen bewegt? Was? Ah, na! Ach komm, jetzt hatten wir einmal einen tollen Thronfolger, beziehungsweise einmal einen tollen Herrscher, und jetzt ist der schon wieder tot. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Ist doch scheiße. Ach... Mist, super, das ist eine Lusche. 302, der kann gar nichts. Ach, danke, Spiel. Wie immer eine Freude. Wie immer eine Freude. Ganz ehrlich. Sowas ist mega nervig, oder? Sowas ist echt mega nervig. 10.000 Mann lasse ich mal da oben stehen. Brauche ich im Moment gar nicht. Ich hätte gedacht, ich brauche sie, aber ich brauche sie doch nicht. Hm. Nationale Entscheidung. Pietät. Jawohl, die ist jetzt natürlich wieder nach unten gegangen, gell? Oh, ja, 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 ja. Böse. Missionarsfortschritt ist trotzdem gegeben. Okay, aber 25 Pietät ist natürlich beschissen. Ach, ist das ärgerlich. Muss ausgerechnet jetzt unser Herrscher sterben. Da könnte ich mich wieder aufregen. Auch wenn es nichts bringt, ich weiß. Okay, tun wir ein bisschen Beziehungen verbessern zu Frankreich. Ah ja, das Vertrauen nimmt ab. Das merkst du, ne? Jetzt, wo wir nicht mehr im Angriffskrieg beitreten, jetzt nimmt das Vertrauen ab. Muss man aufpassen. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Komm, jetzt machen wir diese blöde Scheißbelagerung hier durch. Nach Mora geht's. Was? Nach Mora? Das glaube ich aber nicht, dass das nach Mora geht, ne? Da gibt's jetzt mal Gekloppe, Freunde. So, da hauen wir euch nämlich weg. Tschüss. Jawohl, Stack-Vibe, wenn man das so nennen kann. Ein kleiner Stack war das, ne? So wirklich groß war er nicht. Die haben noch 11.000 Truppen. Jemand ist am Ende. Okay, vielleicht können wir... schon Frieden verhandeln. Vielleicht können wir schon Frieden verhandeln. Ja, Jemen hat sehr schlechte Moral. Die haben keine Lust mehr auf Klopperei. Und ich meine, das, was wir wollten, haben wir erreicht. Hedgehouse ist raus aus dem Bündnis mit dem Osmanen. Das war unser... ja, unser Ziel, ne? Das war das Ziel. Klar, man, die Provinz hier könnte man zur Not auch noch einstecken. Ne, ist immer dieser wichtiges Handelszentrum und so. Wäre nicht schlecht. Wenn man sie kriegen kann, die Frage ist, kriegen wir sie, ne? Man, die Belagerung hier geht recht flott voran. Das finde ich gut. Und das, obwohl wir keine Seeblockade haben. Das finde ich auch sehr lustig. Naja. So, beziehungsweise, Moment. Wir stellen den mal wieder an. Weil ich glaube, solange ich im Krieg bin, wird uns Frankreich nicht rufen. Da würde ich jetzt unnötig Punkte verschenken. So, wie sieht's aus, Jemen, wenn wir jetzt Frieden machen? Würdet ihr mir das geben? Es würden sie mir sogar geben. Schau an, okay. Dann ist aber auch schon aus, der Ofen, ne? Dann ist der Ofen schon aus.
Und ein bisschen Geld würden sie mir geben. Okay. Passt. Danke. So, ihr bitte zurückkommen. Hier rüberwärts. Söldner brauche ich nicht mehr. Weg damit. Söldner brauche ich nicht mehr. Weg damit. Und bei euch habe ich keine Söldner. Okay. So, brauche ich hier den Tower? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee. Ich glaube nicht, dass ich den brauche. Wie viel können hier stehen? 21.000. Okay, ihr wackelt mal da rüberwärts und ihr wackelt bitte da hoch. So. Ja, Krieg zu Ende. Sehr schön. Frankreich bis zum Krieg. Nee, momentan nicht. Nimmst du es uns noch übel? Nee, tust du nicht mehr. Okay. Kernprovinz erstellen. Mein Gott, mir fehlen die Admin-Punkte, ey. Mir fehlt ein guter Herrscher. C5-Wahl. Hum. Kein rechtmäßiger Anspruch mehr. Okay, das war hier oben, ne? Genau, Hum ist hier oben. Das habe ich mir mal gemerkt. Den Namen, den fand ich sehr lustig. Hum. Tja. So. Zusammenlegen. Das sind 21 und 21 passen rein, gell? Genau. Läuft. Okay. Wenigstens ist hier schon sunnitisch. Das ist schon mal positiv. Die Rebellen verhalten sich momentan noch einigermaßen vernünftig. Ungarn, wie sieht's aus mit dem kleinen Bündnis vielleicht? Immer noch nicht, okay. Schade. Das sah vorhin besser aus. Hm. Na gut. Es ist unglaublich, ne? Bayern legt sich hier mit Österreich an. Das finde ich faszinierend. Die Bayern. Respekt, Respekt, sage ich. Sehr amüsant. So, was machen denn unsere Waffenstillstände eigentlich? Muss ich mal schauen. Waffenruhe. Sanar, okay, läuft jetzt gleich aus. Ja, kennen wir. Ne, da drüber haben wir die Provinz abspenstig gemacht. Marehan und Äthiopien in 3 Jahren. Kastilien in 3, fast 4 Jahren. Oh, Portugal dauert noch 7 Jahre. Kastilien, ihr seid mit Portugal verbündet, okay. Frankreich würde mir bestimmt helfen, genauso wie Aragon. Oh, die haben mich voll auf dem Kicker, die Jungs. Und sollte ich hier vielleicht einmal ein Spionagenetzwerk aufbauen und hoffen, dass mir meine Verbündeten dann helfen. So, frommer Wunsch, ne? Der fromme Wunsch. So, wir machen immer noch Geld. Ja, ich weiß. Ich brauche Admin-Punkte, ey. Ich brauche einen gescheiten Herrscher, nicht so die Flachzange da. Ah, ist das nervig. Ist das nervig. So, mein Gott, die Folge geht schon wieder eine Dreiviertelstunde, ja. Mhm. Enklave der Ungläubigen. Pietät für Dukaten oder wir verlieren. Ne, dann lieber Pietät für Dukaten. Ne, wir brauchen die Pietät momentan. Es hilft alles nix. So, Ideen können wir investieren. Regimentkosten minus 10%. Ja, wenn ich hier jetzt noch weiter pushe, ne, dann wird das Delta ja noch größer. Ich glaube, dann gehe ich auf die Idee. Das Tolle ist, wenn ich eine Idee auswähle, genau, jetzt kriegen wir erst einmal den Bonus für die erste Stage, Handelseinfluss und Reichweite. Man sieht es hier auch. Ja, nee, hier sieht man es doch. Ideen minus 6%, genau, wir haben bereits 3, Ideen aus dem militärischen Bereich und pro Idee gibt es dann 2% Vergünstigung bei der entsprechenden Tech-Gruppe. Ne? Hier Ideen minus 6%. 3 mal 2 sind 6. Passt. Also das gilt jetzt natürlich nicht für alles. Ne? Wenn ich jetzt militärische Ideen erforsche, dann bekomme ich da natürlich keinen Bonus bei Administration oder Diplomatie. Also nur bei Militär. So. Habe ich glaube noch nie erwähnt, ne? Ne, ich glaube, das habe ich noch nie erwähnt. Nicht immer beim Bayern Let's Play. Mein Gott, wie nachlässig.
So, apropos wie nachlässig, ja, wie gesagt, wir sind mal wieder lang genug dabei, deswegen würde ich sagen, es bietet sich an. Oh, Grundmannstärke und Rekrutenreserve, sehr schön. Es bietet sich an, vielleicht eine kleine Pause zu machen an dieser Stelle. Ich sage immer vielen Dank fürs Dabeisein bei Europa Universalis 4. Ein bisschen chaotisch heute und ja, mal wieder zu bedauern, unsere Mamelucken, ne, was das Thema vernünftiger König und Herrscher angeht. Aber gut, mein, so ist das Spiel, ist halt auch ein bisschen glücksabhängig, ne. Also Freunde, für heute Schluss. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder. Bis dahin.